Dann haben wir zugeschaltet auf vielfachen Wunsch unserer zahlreichen Zuhörer Chris Hülsbeck. Hallihallo, mal wieder dabei. Wir gucken immer gerne, in welchem alten Heft könnten wir blättern. Wir dachten, eine PC Player wäre mal wieder dran. Was war vor 15 Jahren angesagt? Aber was uns dann wirklich noch ins Auge gestochen ist, sind die Themen, die vor 20 Jahren den Happy Computer Spiele Sonderteil geprägt haben. Das war so ein bisschen die goldene Ära eigentlich, als die Heimcomputer nochmal aufblühten. Es gab die 8-Bit-Kisten, war noch relevant, C64 natürlich, der Schneider. Hallo Boris. Anwesend. Es ist übrigens 24 Jahre her. Übrigens 24 wollte ich auch gerade sagen. Was? Es ist 1987. Richtig, und die kam ja im Dezember 86 raus, deswegen machen wir sie. Das richtig, das sind 25 Jahre. 25 Jahre, genau, ja. 25 Jahre! Ja, und wir hatten in der Ausgabe zwei super spannende Interviews. Wenn ich mir die Spieletests angucke, sieht man halt schön diese ganze Palette. Es gab ein Infocom Text Adventure, es gab eines der allerersten PC-Spiele mit CGA-Grafik, an die ich mich erinnern kann, Starflight. Es gab mit Starglider so ein Atari ST 3D-Pionier und es gab auch ein paar schöne Verrisse, Highlander. Im Preview-Bereich Boulder Dash Construction Kit. Dann dieses komische Star Trek-Spiel von Beyond für Atari ST, was so groß gefeatured haben. Kam das jemals raus? Heini, hast du heute die Jörg-Rolle oder... Was? Wie? Achso, ihr wollt auch was sagen. Diesen Mega-Monolog. Jörg, ist der überhaupt an Bord? Jörg, hallo? Ja, ich bin da. Weil er traut sich nichts mehr zu sagen. Okay, aber jetzt übergebe ich. Also wer möchte sich was rauspicken aus dieser Ausgabe? Wer hat da schöne Erinnerungen? Oh, und Werner mach hin nicht zu vergessen. Aber jetzt bin ich mal kurz ruhig. Ich darf mich einklinken. Ich hatte das Boulder Dash Construction Kit. Ich habe damals noch nicht bei der Happy gearbeitet und habe mich damals zu dieser Zeit erst beworben. Das Boulder Dash Construction Kit kam allerdings damals wie ein Bumerang auf mich zurück, weil die Happy damals einen Wettbewerb gemacht hat, wo Leser dann Disketten einschicken konnten, eben mit ihren eigenen einzelnen Levels. Und ich glaube, ich habe mir wirklich es angetan, 180 oder 190 dieser einzelnen Levels wirklich genau einzeln durchzuspielen und anzutesten und dann die besten zu bewerten. Also insofern kenne ich das Boulder Dash Construction Kit wirklich noch ganz gut. Und im Testbericht ist der Retro-Satz des Jahres drin. Ich zitiere, die Kassettenversion ist leider etwas umständlich. Es sind tolle Spiele mit drin. Also auch, ich weiß nicht, ob jemand Super UE noch kennt. Super UE 2? Ja, großartig. Das war so ein bisschen Apache für Arme. Du bist dann halt über Pixelbrei geflogen, aber immerhin schon in 3D. Ja, Chris, und was hast du denn vor 25 Jahren gemacht? Gab's dich da schon? Chris? Hallo, Chris? Dann überbrücke ich mal mit einer Musikstory kurz. Da kann Chris vielleicht drauf einsteigen, wenn er es hört. Da ist nämlich der Test drin von Sanction. Das war so ein Shooter auf dem C64. Und wenn ich mich recht entsinne, war Sanction das Spiel, wo du im Lader, als es von Kassette geladen hat, während des Ladevorgangs, der ja so seine 3-4 Minuten dauern konnte, ein Rob Hubbard-Stück live remixen konntest. Tut mir leid, ja. Also da ehrlich gesagt kann ich mich da nicht erinnern. Irgendwie hat eben die Taste geklemmt. Also war das jetzt vor 15 Jahren das Ganze oder vor 25? 25 Jahre. Weihnachten 86. Also das war gerade bevor ich bei Rainbow Arts angefangen habe. Zu dem Zeitpunkt, da habe ich viel mit dem Soundmonitor gemacht und ansonsten habe ich nicht mehr viel gespielt in dem Jahr. Und dann hatte Heinrich die Frage gestellt, ob dieses Star Trek-Spiel erschienen ist für den Atari ST. Wenn ich mich recht entsinne, hat es noch 1,5 bis 2 weitere Jahre gedauert. Das war ewig lang, das war so das Duke Nukem damals, war dieses Star Trek-Spiel, bis es dann endlich kam. Aber
Was dann später kam, war tatsächlich auch gut, weil das war eine für damalige Zeit richtig unglaubliche Grafik. Spielerisch steckte auch einiges drin. Das war so ein bisschen Elite für Arme. Also es war nicht ganz so komplex wie Elite, hat aber auch ein großes Universum und deutlich mehr Handlung als Elite. Und so diese Art und Weise, wie man auf den verschiedenen Stationen verschiedene Sachen machen konnte. Also jeder der Hauptcharaktere, eben Spock und Uhura und so weiter, hatten bestimmten Funktionen, die man anklicken konnte und so. Das war schon gut. Ich erinnere mich damit, relativ viel Zeit verbracht zu haben. Nicht zuletzt, weil ich ja ein Atari ST-Besitzer war und das eine Zeit lang nicht für Amiga verfügbar war. War das nicht auch das Spiel, wo du auf dem Planeten landen konntest, also mit so einer kleinen Missionsgruppe, oder bin ich da jetzt schon 4 Jahre voraus wieder? Soweit ich weiß, kannst du bei diesem Star Trek nirgendwo landen. Ich müsste nochmal nachgucken, aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass es bei diesem, das waren die Adventures von Interplay, wo man irgendwo immer rumgelandet ist. Aber dieses Atari ST Star Trek eher nicht. Genau, ich glaube, das war das erste offizielle, und was Anatol meint, kam dann erst 4-5 Jahre später. Richtig, aber ich glaube, genau. Das war das allererste und hatte auch ein Entwicklerteamwechsel hinter sich, deshalb die lange Entwicklungszeit. Aber verbessert mich, aber ich glaube, davor gab es wirklich nichts mit Kirk und Spock. Doch, es gab ein reines Text-Adventure meines Wissens. Mit Lizenz? Klar, das war aber nicht offiziell, ne? Doch. Das glaube ich auch. Ach doch, das natürlich, Anatol hat recht, doch. Das hatte ich auch, Kobayashi Naru hieß das. Und Simon Schuster war ein ganz scheußliches Text-Adventure mit so einem Windows-System, wo also Texte unterschiedlicher Leute in Windows auftauchen sollten, was auf dem C64 40 Zeichen Screen, das war also ohne Grafik, ganz bescheuert aussah. Also ich weiß, dass ich da sehr schnell die Segel gestreckt habe. Ich habe viele Text-Adventures durchgespielt. Da habe ich irgendwie nach 2 Stunden gesagt, nee, Kinder, nicht mit mir. Aber Anatol hat recht, das war ein bisschen früher, glaube ich. Ja. Ja, und wo wir gerade so bei Hype-Themen sind, was vor 25 Jahren wahnsinnig in war, ist das immer noch in Deutschland ein Begriff, Werner, der Comic? Gab letztes Jahr wieder einen Film. Immer noch Wahnsinn. Also, weil das war, wie gesagt, lang ist es her. Das war das auch gehypte Werner-Computerspiel, was so ein bisschen seiner Zeit voraus war, denn es war wirklich eine Ansammlung von ziemlich kruden Minigames und haben wir auch relativ unfreundlich besprochen, aber das ist auch eins von den Dingern, die hatte ich schon längst verdrängt, und dann, wenn man ins alte Heft wieder guckt, dann kehren so die peinvollen Erinnerungen zurück. Wobei es nur ein wirklich gutes Werner-Spiel gab, und das war Flashbier. Aber ihr habt noch ein richtiges Highlight noch übersehen gehabt, nämlich Starflight. Ja, er hat es erwähnt. Starflight, als CGA-Spiel. Ja. Rollenspielexperte Langer, erzählen Sie mal was zu Starflight. Also Starflight war eines der beiden großen, ja, so Weltraumerkundungsspiele. Ich muss es aber gerade mein altersschwaches Hirn ordnen, ob es dasjenige der beiden Serien war, wo der erste Teil eigentlich nur Actionkämpfe bot. Das war Star Control. Das war Star Control, danke, dann habe ich es wieder. Nee, dann ist Starflight das, was ich meine. Wo du im Prinzip halt ein großes Spieluniversum entdeckt hast, mit einem Raumschiff, das ausbauen muss und so weiter. Also Starflight ist sicherlich eins der ganz großen, ja, wie man das nennt, ist ja kein reines Rollenspiel gewesen, war so eine Mischung aus Rollenspiel, Erkundung, bisschen, ganz wenig Weltraumsimulation, wenn man das so nennen möchte. Also das war wirklich ein ganz fantastisches Spiel. War auch wichtig, mit den anderen Völkern in Kontakt zu treten. Ja. Ich kann auch wohlige Erinnerungen beitragen, weil wir hatten damals als Schreibmaschinen in der Redaktion alle original IBM-PCs, so mit Grünmonitor, und nichts hatte eine Grafikkarte. Es sei denn, man war Michael Lang, der damals uns gehütet hat bei Happy Computer, unser Chefredakteur oder Stelf oder was er genau war. Und der Michael, der hatte den PC oder war das schon AT, keine Ahnung, mit einer CGA-Grafik und einem Farbmonitor mit allen 4 Farben, hellblau, lila. Und ich weiß noch genau, wie ich dann, also so in den Abendstunden, wenn dann Michael mal seinen Arbeitscomputer mal ein bisschen geräumt hat, um Papierkram zu ordnen, dann durfte ich bei ihm dann Starflight spielen für den Test. Das war schon spaßig. Ja, was mich halt fasziniert hat, ähnlich wie bei Elite übrigens, auch so ein ganz epochales Werk,
das dann etwas später, glaube ich, erst kam, hatte man halt echt das Gefühl, was es damals vorher eigentlich so noch nicht gegeben hatte, dass man da in seiner kleinen Kiste, die ja bloß ein paar Kilobyte Speicher hatte damals, eine richtig große Welt hatte, wo man sich quasi frei drin bewegen konnte. Also das fand ich an Starflight so faszinierend. Ja, aber Elite kam viel früher, Jörg. Habe ich später gesagt. Ja, und war sicherlich auch ein Grund, wieso ich dann Starflight nicht mehr gespielt habe, weil es halt dann sah halt aus wie ein Rückschritt. Also gut, das war wahrscheinlich ein Rückschritt. Du hast schon ganz andere Spielelemente noch gehabt. Also bei Starflight war der ganze Rollenspielkram noch dazu. Ja, und es war nicht so fokussiert auf jetzt Raumschiff-Action und so weiter. Also es war doch mehr dieses Erkunden, fand ich. Bei Elite konntest du ja bei Lichte betrachtet nicht sehr viel mehr machen, als 4096 Kills irgendwann anzurichten und halt die Handelsgüter ein- und auszuladen. An den Weltraumstationen bei Starflight war ja der Gag, du konntest wirklich die Planeten scannen und die Planeten hatten tatsächlich eine Bedeutung. Bei Elite am Ende des Tages war das Sonnensystem egal, Hauptsache was auf der Weltraumstation der jeweiligen gab. Ja. Was übrigens eigentlich 1:1 bei Mass Effect 2 komplett mit drin ist. Richtig, das ist das Planetenscan-Minigame, ja. Und ich glaube, die ersten wirklich ausgefüllten Polygone habe ich gesehen mit Virus, was damals noch Zarch hieß und auf dem BBC Archimedes lief. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Auch später. Da erinnere ich mich dran, ja. Ja, das war auch so eins. Braben? War das nicht auch von David Braben? Ja, da war beteiligt an der Entwicklung. Chris, wie hast du denn Zugriff auf einen Archimedes gehabt? Das war ja damals totale Luxuskisten und wir hatten halt in der Redaktion einen stehen. Hast du einen privat gehabt? Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur die Zeitschriften gewälzt und habe mir die Grafiken angeschaut, die Screenshots, und die waren, die haben mich umgehauen. Und dann dachte ich, ja, sowas müsste man auch mal noch haben. Aber ich hatte mir gerade erst einen Amiga zugelegt und war da ziemlich glücklich mit. Insofern, naja. Und das, ja, wie vorhin schon erwähnt wurde, kam es ja dann auch später als ein Amiga-Spiel, halt mit dem anderen Namen. Aber das war ja im Prinzip dasselbe Spiel, ne? Da war es dann schon wieder zu spät für mich. Da war ich schon auf Konsolen. Aber eins finde ich ja ganz, ganz lustig, so frühere Generationen sind aufgewachsen und haben sich in den Zeitschriften so Bilder von leichten Mädchen angeguckt und hier unsere 8- und 16-Bit-Generation ist aufgewachsen und hat sich in den Zeitschriften mit großen Augen die scharfen Screenshots von irgendwelchen Computerspielen von Systemen angesehen, die sie sich nicht leisten konnten. Ist doch interessant, wie sich das so wandelt im Laufe der Zeit, aber lassen wir das. Und was noch sehr lustig ist, haben gleich dann mitbekommen, welche Spiele sie sich holen müssen, weil auf Seite 114 gibt es einen wichtigen Hinweis für alle Kleinanzeigeninserenten. Folgende Videos und Computerspiele sind von der Bundesprüfstelle in Bonn indiziert. Battlezone, Beachhead, Beachhead 2, Blue Max, Desert Fox, Green Beret, Paratrooper, Raid over Moscow, Rambo, River Raid, Seafox, Seawolf, Speed Racer, Starlark 1, F-15 Strike Eagle, Tank Theater und Theater Software. Also ja, irgendwann da habe ich auch noch eine kleine Story zu, und zwar wie der Hans Ippisch letztens beim bei der Preisverleihung da erwähnt hatte, war ja Soldier das erste deutsche Spiel, was auf die Indizierungsliste kam. Auch das unser erste Stolz. Spiel, wo ich Musik für gemacht habe. Ach so! Ich zitiere dann jetzt aber doch mal Wild Bill Steely von Micropost, von dem ja einige der Spiele auf der indizierten Liste dann tatsächlich sind. Und der nämlich in dem Interview, das sehr lesenswert ist, das können wir ja auch nicht vollständig zitieren, weil es auch sehr lang, aber es ist ein sehr tolles Interview, eins der besten, das Heinrich und ich, glaube ich, jemals gemacht haben, weil Bill ein super Gesprächspartner ist, wo er dann sagt, wo er seine Simulationen, die indiziert sind, vergleicht mit den Action- und Spielhallenspielen, die sind wesentlich brutaler und gefährlicher als unsere Programme. Da gibt es Programme, bei denen schießt du auf eine menschliche Figur, die ist dann in 1000 Stücke zerlegt, und gerade von diesem Schund wird bei euch in Deutschland eine Menge verkauft. Gebt ihr mir recht? Das war ein gutes Interview. Bill war lustig, vor allen Dingen, also wir konnten ja nichts dafür, also er ist einfach drauf los, ne? Also sehr, sehr dankbar für Nachwuchsjournalisten, damals mit Bill Steele ein Interview führen zu dürfen. Ich mache keine Werbung für den Krieg, ich mache Werbung für das Training, sodass wir niemals Krieg führen müssen.